Die Entstehung eines Buchcharakters, eines Protagonisten, einer fiktiven Gestalt kann unterschiedliche Wege nehmen. Manchmal ist dies ein rein intuitiver Prozess, an dessen Beginn keine Klarheit darüber besteht, wie das Ergebnis aussehen wird. Denn häufig besitzt eine literarische Gestalt ohnehin archetypisch anmutende Eigenschaften, die relativ schnell die Ausrichtung des Charakters deutlich machen. In diesem Sinne entspricht Galena Gressin jener Kategorie, die man im Englischen als den Reluctant Hero bezeichnet, der widerwillige Held. Der Reluctant Hero kann leicht mit dem Accidental Hero verwechselt werden, dem Zufallshelden. Hierzu würde man eine Gestalt wie Han Solo in Star Wars zählen. Also ein Protagonist, der ohnehin bereits in abenteuerliche Vorgänge verwickelt ist, doch erstmal nicht als Held bezeichnet werden kann, da seine Handlungen nur dem eigenen Vorteil und der eigenen Bereicherung dienen. Die in der Geschichte gestellte Aufgabe gibt dem Accidental Hero die Chance, eine ohnehin vorhandene Energie zu einem besseren und ehrenvolleren Ziel umzuleiten. Ein Reluctant Hero, also ein zaghafter Held, ist dagegen jemand, der eingangs unwillig ist, dem Ruf des Schicksals zu folgen. Entweder weil es ihm widerstrebt, sich von anderen Menschen verehren zu lassen, er weigert sich also auf die Obstkiste zu steigen und den anderen ein Anführer zu sein. Oder weil er von Selbstzweifeln oder einem beschädigten Selbstwertgefühl geplagt ist und sich somit als inadäquat wahrnimmt. Beiderlei Szenarien bieten natürlich eine dankbare Leinwand für literarische Aufarbeitung und letztendlich für einen klassischen Prozess der Erlösung. Ein typischer Reluctant Hero wäre zum Beispiel Jesus von Nazareth in Die letzte Versuchung von Nikos Kazantzakis. Doch in der populären Filmwelt entspräche sicherlich Maximus Decimus Meridius in dem bombastischen Sandalenfilm Gladiator von Ridley Scott einem extrem lupenreinen Reluctant Hero. Hierin liegt der zentrale Unterschied zu einem Accidental Hero. Ein Accidental Hero ist sich seiner ehrenwerten Eigenschaften einfach nicht bewusst, doch wenn sie an die Oberfläche gespült werden, nimmt er sie mit einer gewissen Selbstverständlichkeit an, denn sie schmeicheln letztendlich seiner egozentrischen Sichtweise. Der Reluctant Hero ist da etwas vielschichtiger, denn er ist anfangs oft tief davon überzeugt, keine solchen Eigenschaften zu besitzen. Er muss sich erst von seinen Zweifeln befreien und sein Schicksal annehmen. Galena Gressin ist unter diesem Blickwinkel mehr ein Reluctant Hero als ein Accidental Hero. Er sieht sich nicht berufen, in den Vordergrund zu treten und seine Handlungen dienen anfangs nur der Rettung der eigenen Haut. Er fühlt sich nicht mehr zu großen Taten berufen und ist eingangs recht missmutig bezüglich seiner Vergangenheit. Es scheint beinahe, dass ein Teil von ihm denkt, er verdiene es, in einem Kerker zu sitzen und auf seine Hinrichtung zu warten. Doch zum Glück überwiegt hierbei sein Selbsterhaltungstrieb, denn sonst gäbe es nur wenig über Galen zu erzählen. Solche komplementären und zugleich ungleichen Paare kommen gerade in modernem Kino und TV öfter vor, als man es auf Anhieb merken mag. So ist in Michael Bay's The Rock der von Nicolas Cage gespielte Protagonist ein Accidental Hero, während die von Sean Connery gespielte Rolle einem Reluctant Hero entspricht. In dem Kultfilm Shawshank Redemption ist Andy Dufresne der Accidental Hero, während Red der Reluctant Hero ist. Und in der TV-Serie Lost fallen diese beiden Archetypen auf Dr. Jack Shepard und Sawyer. In Kallion hat auch der Antiheld Galen seinen komplementären Heros, in der Gestalt des jungen Offiziers Falomer, über den ich in dieser Reihe sicherlich noch sprechen werde. Die Abgrenzungen mögen hier etwas fließend oder grauschattiert sein, denn beide Archetypen haben vieles gemeinsam. Sie gehören auf einer höheren Ebene zu der Gesamtkategorie der sogenannten Antihelden. Und um ehrlich zu sein, ist mir nicht bekannt, ob sonst noch jemand jemals diese Unterscheidung gemacht hat. Doch diese Aufteilung erscheint mir sehr modern und reflektiert unsere gegenwärtige Freude an bestimmten Rollendynamiken. Klassische Stoffe unterscheiden nicht unbedingt zwischen Accidental und Reluctant, sondern stellen den Antihelden höchstens in den Kontrast mit dem eigentlichen Helden. Der Antiheld ist da oft mehr ein Sidekick. Das berühmteste Beispiel ist vermutlich die Zusammenführung von Han Solo und Luke Skywalker in den genannten Star Wars, wo der eine eindeutig ein Antiheld ist, während der andere in typisch langweiliger Manier einen erstklassigen Heros abgibt, beinahe frei von jeglichen Charakterschwächen, außer jenen Kleinigkeiten, die bei ihm später Yoda ausbügeln kann. So hat man auch in der Ilias einen Antihelden wie Odysseus, doch der eigentliche, über jeden Zweifel erhabene Held ist natürlich Achill.
Und auf der Seite der Trojaner mag Paris als ein Antiheld gelten, doch sein Bruder Hektor ist der eigentliche Held dieser Geschichte. Ich finde, Galen ist ein sehr aktueller Antiheld. Er reflektiert unseren zeitgenössischen Bedarf nach Charakteren, die ambivalent sind, mit denen man im Einzelnen auch mal nicht einverstanden ist, doch die uns mit ihrer Verschrobenheit, aber auch mit ihrem leichten Narzissmus faszinieren. Galens dunkelste Seite ist untrennbar mit seiner Herkunft verknüpft. Er ist nicht nur ein Gorkone, sondern war einst ein großer Würdenträger. Makai Dedron, der langjährige Diktator, hatte ihn persönlich unter seine Fittiche genommen und ließ ihn beschleunigt durch die militärischen Ränge aufsteigen. So wissen wir beide, wie sich die Gunst der Mächtigeren anfühlt, sagt zu ihm an einer Stelle der junge Falomer, der selbst der Sohn eines mächtigen Fürsten ist. Galens Vater Agres war vor der Revolte ein ehemaliger Soldat, der zu einem erfolgreichen Händler wurde, mit spezifischer Ware, nämlich Sklaven. Somit sind Vater und Sohn das, was man auch als Parvenus bezeichnet, Emporkömmlinge, die man in der europäischen Geschichte auch neues Geld nannte, verglichen mit dem alten Geld der traditionellen Aristokratie. Das macht die Dynamik zwischen Galen und Falomer interessant, denn obwohl beide erkennen, dass sie lange von der Gunst der Mächtigen gelebt haben, ist Falomer eben ein Repräsentant des alten Geldes, während Galen für die fragwürdigen Parvenus steht, die zwar sozial aufgestiegen sind, doch in den Augen des Adels nicht die gebotene Geisteshaltung mitbringen. Diese kann in ihren Augen eben nur durch Tradition entstehen und durch die Aufrechthaltung leicht verstaubter Ehrenbegriffe. Kalions erstes Kapitel beginnt in einer Zeit, in der die Gorgonei ein gebrochenes Land ist. Nach 100 Jahren obskurer Sklaverei hatten sich die Geknechteten erhoben und ihre Herren gestürzt. Es ist eine Geschichte wie bei Spartacus, nur dass diesmal die Sklaven siegen. Doch dies hat einen Preis, denn die Gorkonen waren in Sachen Kultur, Forschung und somit auch Lebensstil auf einem Niveau, das die befreiten Sklaven, die nun das ganze Land kontrollieren, kaum aufrechterhalten mögen. So mag man die Freiheit von der Sklaverei ausgerufen haben, doch das Land befindet sich unentwegt am Rande eines sozioökonomischen Kollapses. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Gorkonei vor dem Sklavenaufstand ein Reich war, das wir nur als Faschistoide bezeichnen können. Dieser Faschismus war mit einem gewissen Fortschrittsglauben gepaart, mit dem man davon ausging, dass früher oder später die Gorkonei über die gesamte bekannte Welt herrschen würde. An vielen relativ unbeabsichtigten Details wird deutlich, dass man durchaus Parallelen zum Dritten Reich ziehen könnte. Doch wenn dieser Vergleich zulässig ist, zu was macht es dann Galen, der am Anfang der Geschichte als gefallener Feldherr in einem Gefängnis sitzt und etwas apathisch auf seine Hinrichtung wartet? Ist Galen Agressin dadurch eine Allegorie des Generalfeldmarschalls Friedrich Paulus, der nach der Belagerung von Stalingrad in die sowjetische Gefangenschaft geriet? Solche Parallelen waren nicht beabsichtigt, doch die Ausgestaltung der gorkonischen Geschichte rückt Galen unweigerlich in diese Richtung. Und das ist eine verstörende Erkenntnis. Doch solch eine Deutung hängt nur davon ab, dass man die Gorkonei als eine Analogie zu Nazi-Deutschland ansieht, was ich für keine so gute Idee halte. Zumindest nach meinem Dafürhalten ist die italienische Renaissance und das Römische Reich eine bessere Analogie zur Gorkonei. Und man muss nicht lange suchen, um in beiden Kulturzeitaltern den einen oder anderen faschistoiden Wesenszug zu finden. Von einem philosophischen Standpunkt ist Galen ein Utilitarist. Hier macht sich seine gorkonische, durchaus aufgeklärte Herkunft bemerkbar. Doch dies eckt auch an. Das wird deutlich, als er in einer kritischen Situation Falomer rät, die verwundenen Krieger zurückzulassen, um so die Angreifer zu verlangsamen, während der Rest der Truppe durch einen Fluchttunnel flieht. Für Galen ist das Resultat wichtig und das Wohl der gesamten Gruppe als Einheit. Er ist nicht der Meinung, dass 10 Leute ihr Leben riskieren sollten, um einen Menschen zu retten. Dass er letztendlich genau gegen diese Haltung verstößt, ist sicherlich ein Zeichen seiner Entwicklungsfähigkeit. Wobei auffällt, dass er auch in dieser Situation dann bemüht ist, seine Umgebung zu manipulieren. Dass er am Ende als ein Held dasteht, geschieht geradezu gegen seinen Willen. Doch werden wir auch mal konkret, denn der Zweck dieser Videoreihe ist, einen unverhüllten Blick unter die Motorhaube zu bieten. So verdankt Galen Agressin seiner Entstehung und seine jetzige Form zum Teil auch zwei Gedichten des epochalen russischen Literaten Alexander Puschkin. In seinem Gedicht Geroi, zu Deutsch der Held, gibt Puschkin einen Dialog zwischen dem Dichter und seinem Freund wieder. Puschkin, der hier offensichtlich über die gerade in der russischen Gesellschaft polarisierende Gestalt des Napoleon spricht, sagt ganz klar,
Entfernst du dem Helden das Herz, bleibt nur ein Tyrann. Und so sieht Gellan seinen ehemaligen Anführer Dedron, der für ihn einst diese strahlende Gestalt war, welche die ganze Nation aus ihrer Not führen würde, die jedoch entlang des Weges das Herz verlor und alles, was übrig blieb, war der Tyrann. Doch Gellan mag ein Zyniker geworden sein, das Herz hat er nicht gänzlich verloren. Die Tyrannei liegt ihm fern. Gellans seelische Morphologie wird noch deutlicher in dem Gedicht über den gefallenen Feldherrn, und das ist bereits eine Bezeichnung, die ich wörtlich im Roman übernommen hatte, um Gellan zu beschreiben. Somit schließe ich diesen Beitrag mit den unsterblichen Worten von Puschkin. Glückloser Feldherr du, vom Schicksal schwer bedacht, der du dem fremden Land zum Opfer dich gebracht, in tiefem Sinnen schrittst du schweigend und verlassen, vom Pöbel wild umbraust, der dich nicht konnte fassen. Verhasst war seinem Ohr des fremden Namens Ton, und die du rettetest, verfolgten dich mit Hohn und wütendem Geschrei. Vor deinem grauen Haupte wich keiner scheu zurück, auch er, der an dich glaubte, der klar erkannt, wohin dein Genius dich trieb, er tadelte dich schlau, dem blöden Volk zulieb. Falls du diesen Beitrag gemocht hast, honoriere es mit einem Like. Und falls dich weitere Stellungnahmen, Schwafelrunden, aber auch faszinierende Ausflüge in die Abgründe des menschlichen Geistes interessieren, wäre es nun an der Zeit, den roten Abo-Knopf zu drücken. Ich denke, du und ich, wir sind bereit. Falls du die Welt von Kalion noch nicht kennst, solltest du mit dem Band 1 anfangen. Er trägt den Titel Teranga Nesuara, was auf Ledonisch so viel heißt wie die lautlose Woge. Du kannst das Buch überall dort erwerben, wo es heute Bücher gibt, zum Beispiel auf dieser Plattform, die nach einem südamerikanischen Fluss benannt ist, oder bei dieser Firma, die eine Frucht zum Namen hat und diesen Namen auch noch bei den Beatles geklaut hat. Doch falls du ein wenig wie ich bist und eigentlich keine so rechte Lust hast, dich wie ein Konsument zu fühlen, musst du beginnen, wie ein Mäzen zu denken. Ein Erhalter der Künste, eine Patronin des freien Geistes. Wie du siehst, habe ich ein Händchen für pathosgeladene Titel und Bezeichnungen. Doch in so einer Gesinnung gehst du eben nicht auf jene Webseite, die nach einem südamerikanischen Fluss benannt ist, sondern gehst lieber direkt auf die Seite des Verlages und bestellst mein Buch in deren übersichtlichem und effizient gestalteten Shop. Das kostet dich keinen Cent mehr. Doch der Effekt deiner Handlung für den Verlag ist immens. Und für den Autor, aka ich, muss ich viel mehr dazu sagen. www.periplaneta.com